herzlich willkommen. So, meine Lieben, heute ist es soweit. Heute nehmen wir mal die ganze Teichabdeckung ab, damit die Fische endlich mal wieder ordentlich normale Temperaturen und Luft hier draußen bekommen. Dazu muss ich euch dann kurz mal ausschalten. Ich bin dann gleich wieder für euch da. Bei der Hälfte machen wir mal kurz Pause. Dauert ja nicht lange. So, meine Lieben, schaut mal. Jetzt könnt ihr ein bisschen besser den Teichaufbau sehen. Wie gesagt, das ist der große dicke Balken. In zwei Balkenschuhe eingesetzt. Und da entlang gehen dann halt die ganzen Haken, wo die ganzen Dinger eingesetzt sind. Hier ist der Zugschieber für den Seiteneinlauf mit drin. Ich hoffe, man sieht ihn. Ja, man sieht ihn. Ja, dann werden wir weitermachen, meine Lieben. Bis gleich. So, schauen wir mal, meine Lieben. So sieht das schon mal aus. Wie gesagt, es dauert ja nicht lange, es abzuhängen. Hier haben wir einen kleinen Winterschaden. Aber gut, nichts Weltbewegendes. Hier oben seht ihr die Haken, wie es eingehängt ist. Jo, sieht schon mal sehr gut aus. Dann machen wir weiter. Bis gleich, meine Lieben. Ja, dann schaut mal, meine Lieben. So sieht das jetzt aus. Jetzt natürlich der Akt, die ganzen Blätter nicht reinzukriegen. Müssen wir mal gucken, ob ich den mit dem Kescher runterkriege. Auf jeden Fall die Hälfte des Teiches ist schon mal frei. So gefällt mir das schon wieder viel, viel besser. Ich werde natürlich dieses Jahr noch überlegen, ob ich die Seerosen hier rausnehme. Also prall sehen die auch nicht mehr aus. Ob ich hier Pflanzenfilter setze, mal gucken. Alles klar, meine Lieben, ich muss weitermachen. Wir sehen uns gleich wieder. Wie man hier schon bereits sehr gut sehen kann, meine Lieben, die Pflanzen und Pflanzenfilter fangen natürlich auch schon sehr gut an zu treiben. Das ist natürlich derb. Jetzt wird echt Zeit, damit runterkommt. Aber da schauen wir jetzt gleich mal weiter. Auf jeden Fall sieht das schon mal sehr gut aus. Gut, meine Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, so sieht es jetzt zur Zeit aus. Das ist erstmal alles runter. Da hinten seht ihr den Rest meiner Baustelle noch. Da muss ich mir noch drei Platten besorgen, damit ich dazu bekomme. Aber auf jeden Fall sieht das schon mal ganz gut aus so, ne? Also runter ist es schon mal jetzt soweit. Jetzt holen wir uns nur noch den Balken runter. Wenn der weg ist, haben wir freies Spiel. Natürlich muss ich jetzt gucken, erstmal die Blättchen hinten runterkriege, die doch reingefallen sind. Aber das sollte ja nicht das Problem sein. Das geht jetzt schon hier oben mit runter. So. Wie man sieht hier, haben sie jetzt doch ein paar Eichenblätter ins Wasser getraut. Aber die müssen runter. Das geht ja nicht. So, als nächstes machen wir nachher dann noch einen Teilwasserwechsel. Wenn wir alles weg haben. Das wäre dann der dritte dieses Jahr. Eigentlich heißt es immer 10% in der Woche, wenn man füttert, mindestens. Aber das habe ich jetzt letzte Zeit nicht geschafft, weil ich viel arbeiten bin. Aber man sieht, das funktioniert. Trotzdem. Da sind ein paar lange Fadenalgen mal dran an den Steinchen. Hier sieht man noch, was sich trotzdem noch Dreck ablagert im Wasser. Also hier muss ich dieses Jahr definitiv die Pflanzen nämlich raus, denke ich mal, teilweise. Und werde das durch Biologie ersetzen. Dort hinten die Seerosen rein. Ja, schauen wir mal, kriegen wir was hin. Ja, meine Lieben, dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, meine Lieben, es ist vollbracht. Wie gesagt, die Erdanker bleiben da drinnen stehen. Da kommen Holzabdeckungen drüber. Da hinten muss ich noch zwei Platten zwischenlegen. Aber ansonsten haben wir jetzt alles abgeräumt. Ja. Endlich wieder Koi-Teich pur. Und wie man vielleicht sehen kann,
Man kann sogar bis auf den Boden schauen. Das sieht man hier hinten vielleicht am besten. An den kleinen Steinchen da unten. Also sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, die Belüftung verlege ich jetzt noch. Die kommt dort hinten bei den Seiteneinlauf mit rein. Da hinten ist der Seiteneinlauf. Ich habe einmal für einen Pflanzenfilter und einmal einen Abgang als Seiteneinlauf für die Strömung. Und da kommt dann der Luftverteiler mit hin, damit ich ordentlich richtig derbe Strömung kriege. Ich habe mir jetzt auch von Konishi halt so einen richtig schönen Luftausströmerring geholt, den japanischen, mit ordentlich Dampf. Da braucht natürlich einen anderen Schlauch. Aber wie man sieht, das sieht schon mal gut aus. Muss natürlich die Platten hier ringsum noch abkärchen, wie man sieht. Überall ein bisschen grün Zeug drauf. Aber da kriegen wir hin, das ist ja nicht das Problem. Ja, meine Lieben, das soll es heute erstmal gewesen sein. Ihr wart live dabei bei der Teichabdeckung runternehmen, sozusagen, in Abschnitten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Oder ein Abo wäre sehr nett. Und auf jeden Fall hören und sehen wir uns bald wieder. Ich danke euch, meine Lieben. Bis dann. Tschüss.